Die Aktienmärkte sind weiterhin nicht wirklich stark. Jetzt kommt das hier auf Minute wieder so ein bisschen nach oben. Das ist ja schon mal ein Zeichen. Aber wir müssen einfach noch damit rechnen, dass es noch ein bisschen tiefer geht. Versprechen würde ich das allerdings nicht, denn der Markt hat doch irgendwie in der letzten Zeit immer wieder Stärke gezeigt. Und insofern, wer weiß, ob er nicht jetzt schon wieder Lust hat auf wieder steigend, also auf weiter höher kletternde Kurse. Ein Indiz wäre, wenn der Markt nach oben geht, wackelig nach unten, um dann wieder mit dabei zu sein. Also das vielleicht mal so als kleine Lesart für die Indizes. Ich will aber mit euch auf den Goldkurs gucken, denn ich bin heute mal wieder mit Shimizu-san zusammen gewesen. Natürlich nicht in echt, denn ich sitze ja immer noch in Frankfurt aktuell und nicht in Tokio. Allerdings war heute Interviewtermin und dementsprechend einige von euch kennen ihn ja noch. Für die, die ihn nicht kennen, ich bin im japanischen Fernsehen normalerweise in Tokio live, dann im Studio, aber natürlich jetzt während der Corona Pause sozusagen eben nicht und deshalb dann zugeschaltet. Aber wir haben uns in der Vergangenheit häufig mal gefrotzelt, sagt man ja so schön, über die gleitenden Durchschnitte, zum Beispiel die 50-Tage-Linien und die 200-Tage-Linien. Und heute kam von ihm morgens schon eine Nachricht: Haha, the Dead Cross. Wir haben hier das Kreuz des Todes sozusagen, nämlich die 50er-Linie, nicht an der Notierung da oben stören, die 50er-Linie, das ist die obere jetzt hier und die, nein, ja doch, die obere, die kurzfristige und die etwas länger laufende 200-Tage-Linie und die ist durchstoßen worden. Und ist das nicht ein Zeichen für Schwäche? Denn wir wissen, wenn die sich schneiden, dann droht echtes Ungemach. Natürlich kann man das nicht ganz ausschließen, aber wir hatten uns dann eben auch unterhalten. Was bedeutet das Ganze? Wie weit geht das denn jetzt nach unten? Damit ihr euch das nicht auf Japanisch anhören müsst, habe ich mir gedacht, ich gebe euch einen kurzen Überblick, was ich hier darauf sehe oder wie ich das einschätze aktuell. Natürlich gibt es zumindest mal die aktuelle Unterstützung aus dem letzten Zwischentief und manch einer sagt sich, das ist doch nicht nur das, wir haben doch noch eine Zwischenhochmarke hier auf der Höhe und manch einer erinnert sich, dass da ja nicht nur das ist, sondern das war doch damals, als der Kurs an so vielen, vielen Unterstützungslinien, zum Beispiel an der 50% Fibonacci-Marke und ich könnte noch eine ganze Reihe andere hier zeichnen. Aber das spare ich mir an dieser Stelle. Hier kann man sich vorstellen, gibt es eine ganze Menge Unterstützung im Markt. So, das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch nicht sicher sind, dass das hält. Denn eigentlich der Trendkanal, und der ist relativ sauber. Na, jetzt habe ich ihn gerade verhunzt nochmal, aber ihr könnt das sicherlich ein bisschen. Komm, jetzt zeichnen wir es nochmal. Ist ja nicht wie bei arme Leute. Jetzt will er nicht. Es ist ja. Er weigert sich, er sagt sich, so machen wir das jetzt. Ich mache es mal eine Stufe größer, dann kann man das sowieso viel besser erkennen. Also wir haben hier den Hochpunkt. Es ist verflixt. So, und dann haben wir da den Hochpunkt und dann sehen wir, dass wir hier mehr oder weniger passend, also das ist keine Millimeterarbeit, da kann man jetzt hier unten ein bisschen spielen, was jetzt passend ist. Aber man kann schon erkennen, okay, das sieht in etwa so aus und das würde sogar nochmal Potenzial ein bisschen tiefer eben eröffnen. So 1710 kann auch vielleicht die 1700 werden, je nachdem wie der Zeitverlauf ist, denn wir sind ja hier fallend. Das wären alles durchaus Marken, die erreichbar sind. Das heißt, so richtig bullisch sieht das nicht aus und manch einer wird jetzt sowieso sagen, haha, bullisch, ab jetzt geht's bärisch weiter. Aber ich gebe zu bedenken, dass die Aufwärtsseite, Entschuldigung, da komme ich vor lauter hier schon ins Straucheln, dass die Aufwärtsseite doch ja relativ stark und deutlich aussah, die Abwärtsseite aber eben nun im Gegenteil gar nicht. Wir sehen, dass wir hier immer wieder Gegenbewegungen hatten, diese Gegenbewegungen aber überschneidender Natur sind, was ein klassisches Zeichen für eine Korrektur ist. Das heißt, Kreuz des Todes hin oder her, ich gehe davon aus, dass das eine Korrektivbewegung ist. Und wenn das eine Korrektur ist, dann wird die nicht ewig dauern, typischerweise. Ich gehe also weniger aktuell davon aus, dass das passiert, sondern mehr, dass vielleicht sogar das oder eben eher vielleicht sogar das hier noch passiert. Also ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, wir werden diese Marke nochmal nach unten durchstoßen und von dann aus erst gehen. Aber was ich denke, ist natürlich nicht aussagekräftig. Es ist also längst nicht gesagt, dass der Kurs nicht diese Abwärtsbewegung noch fortsetzen kann. Ausschließen kann man das nicht. Aber von den Wahrscheinlichkeiten glaube ich durchaus sagen zu können, wenn ich alles hier so zusammenaddiere, dass das Kreuz des Todes wohl eher ein kurzlebiges sein wird und die Korrektur nicht mehr ewig geht, wenn ich auch nicht so sicher bin, dass das jetzt hier an dieser Marke tatsächlich hält. Möglich ist es allemal, das werden wir sehen, allerdings auch tatsächlich nicht im Tageschart, sondern dann später im Stundenchart oder in kleineren Zeitebenen dann bestätigen.
Vorsichtig, nicht vor Begeisterung jetzt schon Purzelbäume schlagen. 5 Minuten sehen doch super aus. Guck hier, Born sagt doch auch immer steil hoch. Wenn der jetzt hier nach unten geht, ist das allerdings nicht zwangsweise das Zeichen, dass er von dort aus jetzt auf 2000 klettert, sondern eigentlich nur, dass diese Bewegung hier vorne mal als erste Bewegung sich vielleicht dann noch anschließt. Also das ist vielleicht etwas, was man heute Nachmittag noch beobachten kann. Achtet mal selber drauf. Und dann wird man sehen, wie er in dieser Situation da oben oder an dieser Stelle dann da oben reagiert oder ob er vorher schon verhungert. Also bitte nicht vom Kleinen darauf schließen, ha, das ist doch der Beweis, jetzt geht es wieder 1000 Dollar nach oben. Nein, das wäre natürlich zu viel versprochen, auch wenn das ein Zeichen wäre für die Aufwärtsrichtung. Wäre ist das richtige Stichwort. Dazwischen muss es aber noch korrektiv sein, also irgendwie A, B, C oder wackelig. Das wäre schon noch eine Voraussetzung, um dann diese Aufwärtsbewegung nochmal fortzusetzen. Das wäre zumindest mal das, was die meisten oder die besten Chancen dafür gibt. Wenn ihr Spaß daran habt, achtet selber ein bisschen drauf. Guckt euch den Markt ein wenig an. Wenn ihr sagt, alleine ist immer doof, dann kann ich euch empfehlen, meldet euch an beim Trade des Tages. Dort haben wir nämlich heute mal eine Währung vorgestellt. Das kann auch Silber sein. Das hatten wir vor kurzem erst. Wenn ihr also sagt, Mensch, da brauchen wir doch noch ein paar Ideen. Was kann man denn da traden? Wo konkret soll man denn da rein? Er zeichnet das hier immer so oberflächlich. Klar, ich kann ja noch keine konkrete Marke, solange das Ding noch nicht da ist. Aber wenn wir was sehen, sagen wir das gerne im Trade des Tages. Deshalb meine Empfehlung, meldet euch da einfach an, es ist kostenpflichtig sei, es ist kostenfrei, es ist nicht kostenpflichtig, um Himmels Willen. Ihr könnt dann sehen, an welchen Marken wir da unsere Einstiege dann eben reinsetzen. Und wer sagt, ich würde sowas zwischendurch auch mal gerne auch noch mal kriegen, mal zur Off-Zeit oder mal andere Situationen besprochen, dann meldet euch bei Born for Trading an, hier über Finanzmarktwelt und könnt das Ganze euch ein bisschen mal angucken. Da kriegt ihr Nachrichten aufs Smartphone geschickt. Und könnt mal sehen, ob euch das gefällt oder eben nicht. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, sage ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.